Hallihallo, ein liebes Hallo alle da draußen und den Freunden des Schuhwie-Du-Kanals und sowieso an alle Eltern, die sich für das Thema Kinderschuhe, Kinderfüße interessieren. Heute etwas mehr für die Größeren, würde ich mal sagen, die neuen Verschlusstechniken an den Schuhen. Wer es schon bei dem einen oder anderen beobachtet hat, wird sich bestimmt schon mal gedacht haben, wie funktioniert das. Bleibt einfach dran und wir gehen mal ein bisschen näher drauf ein. Ein liebes Hallo nochmal an alle da draußen, an die Freunde des Schuhwie-Du-Kanals, an alle interessierten Eltern und natürlich an unsere lieben Abonnenten, da wo immer schon die Glocke angeht, weil sie sozusagen schon auf dem Laufenden sind. Jawohl, wir machen wieder etwas Neues und diesmal haben wir uns auch ein ganz tolles Thema mit rausgesucht und zwar die neuen Verschlusstechniken an den Schuhen. Wer also schon mal mit offenen Augen durch die Schuhabteilungen der verschiedenen Häuser gegangen ist und insbesondere bei den größeren Kindern, tut einem doch mal das eine oder andere ins Auge fallen, was ein bisschen anders aussieht als der typische Schnürsenkel- oder Klettverschluss. Das heißt jetzt nicht, dass diese Verschlusstechniken hinfällig geworden sind. Also auch selbst der Zipper, das heißt der elastische Gummisenkel mit einem Verschluss, ist heute noch genauso gut anzufinden wie diese zwei Klassiker, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich insbesondere für die größeren, für die technisch affinen Kids natürlich auch die eine oder andere Neuerung auf dem Markt, die aber schon, ich sag mal, gute 2, 3 Saisons mindestens schon ihren Bestand haben und die demzufolge natürlich auch schon rege genutzt werden. Auch bei uns im Geschäft kommen also diese technisch affinen Verschlüsse bei den älteren Kiddies super gut an. Was haben wir hier im Grunde genommen anders als bei den anderen? Also ich sag mal, man sieht auch schon wieder, es wird im Grunde genommen eine leichte Schnürung vorgegaukelt von der Optik her, nur dass ich zum Beispiel hier keine Schleife binden müsste. Das übernimmt zum Beispiel immer so ein Drehverschluss und die praktizieren oder funktionieren in unterschiedlichen Art und Weisen. Dann haben wir zum einfachen mal diesen Boa-Verschluss, der von unserem Produzenten und Lieferanten Wado sehr schön bei den Sneakern immer mit eingearbeitet wird oder verwendet wird oder jetzt, ich sag's mal so, fast ausschließlich verwendet wird, weil es doch eine gewisse Coolness mit bedeutet, wenn ich so einen Schuh habe, Klettverschlüsse, ja, in der Größe 38, 39 sehen auch vielleicht nicht ganz so cool aus, aber ein Schuh in dieser Farbe mit der Optik, also hallo, der macht doch schon was her. Und hier ist es eben halt denkbar einfach vom Verschluss her, bewirkt also, ich öffne den Schuh, es muss also klacken, dann ist der Schuh auch sofort offen. Das heißt, ich muss ihn nicht extra drehen oder sowas. Die Bremse ist sozusagen lose und der Schuh ist sofort offen, ich kann reinrutschen. Bin ich drinnen mit dem Fuß, schließe ich das Ganze, es knackt wieder und dann drehe ich mir das auf die Festigkeit auf den Schuh, wie ich es gerne hätte. Und auch hier muss ich sagen, der Schuh ist zu. Da kann ich jetzt hier ziehen und zerren, wie ich möchte. Die Bänder sind fest und damit ist kein Verrutschen im Schuh natürlich möglich. Will ich wieder raus? Muss man hier wieder knacken und dann ist das Ding wieder offen. Sofort kann ich wieder rausrutschen, muss nicht drehen, es geht einfach, es geht schnell. Ha! Und der Großteil der Hufpause ist gesichert. Na? So, etwas anders bei Lorchi oder zum Beispiel bei dem anderen Lieferanten Frodo, den wir haben. Auch hier ist das Prinzip in etwa dasselbe. Auch hier haben wir einen Drehverschluss, aber hier ist es eben halt so, nach einer Seite wird geöffnet. Und damit öffne ich den Schuh, rutsche rein und schließe ihn dann wieder, indem ich in die andere, ich mache es mal so rum, indem ich wieder in die andere Richtung zurückdrehe. Und auch hier wieder entscheide ich über den Festigkeitsgrad, wie straff mein Fuß sozusagen im Schuh sitzen soll. Natürlich unheimlich coole Modelle, man sieht es schon, alles was so ein bisschen in den Sneaker-Bereich mit reingeht, was also sozusagen mehr den älteren Kiddies vorbehalten ist, ich sag mal schon alleine vom modischen
Statement, was man ja natürlich damit setzt. Ich bin weg vom klassischen Lederschuh. Ich will einen tollen funktionellen Schuh haben, der trotz seiner stofflichen Optik wasserdicht ist. Und das sind zum Beispiel diese Modelle, bis auf den stofflichen Sneaker hier mal nicht. Aber alle anderen hätten zum Beispiel eine wasserdichte Membrane. Also super toll. Damit kann ich auch mal leichte Wanderungen vollführen. Es ist natürlich aber auch nicht der wertige Wanderstiefel schlechthin, weil ich sag mal, auf der Feinheit des technischen Materials beruhend ist es natürlich nicht ganz so belastbar wie ein Wanderstiefel. Aber für die Großstadt, für draußen, kann man diesen wunderbar verwenden. Und wie gesagt, der sieht halt auch mega cool aus an den großen Jungs. Und da sieht man nicht, dass das sozusagen ein Funktionsschuh ist. Die Mädels stehen in dieser Optik jetzt auch nicht gerade den Jungs hinterher. Auch wenn natürlich die Mädels dann wahrscheinlich eher mehr auf Ledersneaker stehen würden. Ja, auch hier wieder das ganz Funktionelle. Einmal auf. Öffnen, reinrutschen und dann wieder schließen. Auch hier ist es so, wenn der Schuh einmal zu ist, dann ist der auch zu. Dann kann ich auch hier keinen, ich sage jetzt mal wirklich so fast wie Stahldraht herausziehen, sondern da ist eine richtige Bremse. Nun haben wir ja schon ein paar Kandidaten, die es ja wirklich geschafft haben, hier solche Schuhe kaputt zu machen. Da ist es natürlich wie überall, auch solche Funktionsdetails, diese technischen Details unterliegen nicht der Reklamationspflicht oder den Reklamationsverfahren. Das heißt, alles das, was Verschlüsse sind, Reißverschlüsse, Schnürsenkel, wenn die mir reißen, wenn ich so einen Verschluss kaputt mache, dann habe ich den Schuh nicht ordentlich gehandhabt, habe ich keinen Anspruch auf eine Reklamation. Es gibt natürlich immer noch Ersatzteile dafür, das heißt also, man kann da was austauschen, man kann ersetzen, aber das ist dann leider kostenpflichtig. So, trotzdem wollen wir euch die Freude an diesen tollen Schuh nicht nehmen und ich denke mal, der eine oder andere von den größeren Kids hat sowas sogar schon im Gebrauch. Die wissen das auch zu schätzen, weil die Schuhe sind einfach mega. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich wieder freuen, euch zu sehen. Und dann würde ich einfach sagen, bleibt neugierig. Bis dahin.